Was machen wir heute? Frau Nitzel und ich zeigen euch, was man im Februar alles schon ansehen kann. Hui, so viel schon. Wir haben jetzt hier ein paar alte Pfannen aus dem Keller geholt. Die nehmen wir jetzt einfach, damit wir keine neuen Sachen kaufen müssen, und reicht vollkommen aus. Wir haben jetzt alle Samen, die wir zu Hause hatten, ausgesät und die jetzt im Februar schon angesät werden können, und waren jetzt nochmal schnell im Baumarkt und haben ein paar viele neue Samen dazu noch geholt. Ein paar davon können wir jetzt auch schon im Februar ansehen, und da zeigen wir euch mal, welche genau. Wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung beim Gärtnern und Anbauen von Gemüse und Obst habt, dann wisst ihr wahrscheinlich am besten, was bei euch gut wann zu welcher Zeit funktioniert. Und für die, die das jetzt zum ersten Mal machen, es gibt immer hinten auf den Packungen so Anleitungen, wann und wie am besten man ansehen sollte. Und wir halten uns auch bei manchen Sachen, die wir noch nicht ausprobiert haben, gerne da dran oder gucken bei anderen Leuten oder fragen andere Leute, die schon Erfahrung haben. Was wir aber auch gerne machen, dass jetzt zum Beispiel bei dem Wirsing steht, dass man den erst ein bisschen später aussehen soll. Und wir haben aber eben von ein paar Leuten schon gehört, dass es jetzt schon super ist, den vorzuziehen. Und deswegen machen wir das einfach mal und gucken. Und wenn es nichts wird, dann wissen wir es fürs nächste Mal und sehen dann eben nochmal direkt ins Beet, wenn es soweit ist. Einfach ein bisschen ausprobieren und gucken, was funktioniert und was auch einfach bei eurer Lage und euren Böden am besten ist. Das sind jetzt Tomatensamen, die haben wir selber getrocknet, und jetzt gucken wir mal, ob aus dem was wird. So, und für alle, die jetzt schon draußen anfangen wollen, da gibt es nämlich auch schon ein paar Sachen. Möhren und Radieschen können jetzt schon draußen in die Beete. Es sei denn, es liegt Schnee und Frost und Eis wie bei uns, dann geht das noch nicht, da müsst ihr noch etwas warten. Ansonsten könnt ihr da jetzt auch schon mit dem Freiland beginnen. Ganz, ganz viel Spaß beim Gärtnern. Von mir ist es an. Hast du auch Spaß beim Gärtnern? Ja, du bist der größte Gärtner, den es gibt, ne? Oh. Hast du gesehen? Du passt immer auf die Pflanzen auf.